mich nur um dich. Das wird für mich nie anders sein. Das populärste deutsche Liebespaar, im Leben wie im Film, singt und spielt zum ersten Mal gemeinsam in diesem Heidelberg-Musical. Schenk mir ein Bild von dir. Gern nimm dir dieses hier, das soll ein Souvenir sein. Millionärstochter aus Kopenhagen und Werkstudent erleben in der weltberühmten Universitätsstadt eine zauberhafte Romanze. Die Welt sich nur um dich, das wird nie anders sein für mich. Ich lass dich nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr gehen. Schätzchen, mach doch Schluss mit dem Theater. Theater? Ja. Ich höre, Tochter aus gutem Hause nimmt dir doch einen Frauenkenner wie ich nicht ab. Sehr Dummes passiert. Ist was mit Lilian? Das arme Kind. Da muss der Großvater durchgekommen sein. Sie sitzt in der Bar und trinkt. Säuft! Ich wollte doch nur wissen, ob Sie etwas aus mir machen. Oder ob Sie den Typ sind, der die Situation ausnützt. Du. Du. Nicht sprechen. Küssen. Wenn du musikalisch bist, dann mach für mich Musik. Siehst du, es ist doch gut, dass ich umgezogen bin. Das ist süß. Du hast schon wieder etwas anderes an? Nein, ich meine doch zu dir gezogen. Stell dir mal die Zeitungsmeldungen vor. Lilian Andresen singt im Tingeltunnel. Zeitungstochter schnulzt vor Playboys. Und jetzt weiß ich auch wer. Na? Nur dieser penetrante Werkstudent, dieser juristische Hungerleider. Ein Jus-Student aus Heidelberg. Du küsst wunderbar, du bist in ganz großer Form. Bravo, Bambina, bravo, Bambina, wie du das machst, ist enorm. Lilian, das kommt überhaupt nicht in Frage. Diesen grässlichen Playboy schlägst du dir aus dem Kopf. Ich meine doch den Studenten, der mich für ein Wochenende gehalten hat. Lilian, du hast dich in ihn verliebt? Der Hokuspokus, den man Liebe nennt. Der Hokuspokus, den man Liebe nennt, ist so wunderbar. Der Hokuspokus, der wie Feuer brennt, macht aus uns ein Paar. Wolfgang Liebeneiner inszenierte diese musikbeschwingte Liebesgeschichte, in der sich die unsterbliche Romantik des Schauplatzes und sein modernes Leben zu einem amüsanten Katz-und-Maus-Spiel zwischen Jung und Alt verbinden. Sie wollen mir heiraten? Wenn Sie mich so direkt fragen, ja. Sie, was haben Sie hier überhaupt zu suchen? Es handelt sich um eine private Aussprache. Ja, aber eine private Aussprache zwischen Lilian und mich. Falsch, mir. Na und? Und da bedrohen Sie mich? Sie wagen es, mich zu bedrohen? Ich sage nur eines, weg mit dem Armleuchter! Sehr recht! Oh! Denn diese Welt ist ohne dich, ganz ohne Glück.